Was geht ab, Leute, zu Nerdalert Games und willkommen zurück zu Gears of War 5. Stürmen wir durch den roten Sand. Können wir ihn ausschalten? Gott, die Locusts waren so nervig gerade. Okay, wahrscheinlich hier lang. Übernimm die andere Seite. Brech die Tür auf. Oh, schicki, schicki. Verstanden, wir haben die Raketenspitze. Aber keine Satelliten. Moment, ich sehe die anderen. Auf beiden Seiten der Kammer. Auf den Kran. Wir laden sie einen nach dem anderen auf. Was? Ich fahre. Finde ich nicht so fein. Na ja, gut. Wie holen wir denn hier rüber? Jack. Bring den Kran näher ran, Jack. So wie den letzten. Nur er kann's. Nur er. Los, hoch damit. Trag doch selber. Los, fahr. Plattform als erstes? Gib Bescheid. Immer diese Entscheidungen. Gut, gehen wir. Ich hab so das Gefühl, dass das Ding einkracht. Das wäre. Interessante Gedanken zum Hammer der Morgen. Was weiß der denn? Er wollte ihn selbst abfeuern. Okay, bringen wir das Ding auf die Raketenspitze. Bringen Sie den Satelliten hinunter. Hier. Ich war gerade an dem Schalter, da ging's nicht. Versuchen wir's. Da, der Satellit bewegt sich. Bleibt von der Schiene weg, Leute. Oh mein Gott, wenn wir den Hammer der Morgenröte abfeuern, ist alles vorbei. Das Teil vernichtet alles. Glaube ich nicht, aber wir schauen mal. Wir schießen am besten drauf. Kann Jack was machen? Okay, okay. Vielleicht eher einen Schubser. Ein Maschinenschubser. Was so klar. Hoffentlich kracht das Ding nicht auf den Boden, sonst haben wir echt verschissen. Ja, nee, ist klar. Ich bin schon gesprungen. Mann, ich habe keine vernünftigen Waffen für die Viecher. Das war doch mal ein großes Kaliber. Das ist doch ein Pistölchen. Boah, die haben es echt auf mir abgesehen, ne? Jack muss betäuben. Ich brauche einen Blitz. Kontrolle übernehmen wäre auch nicht schlecht für eine kurze Zeit, aber ich brauche Blitz. Hat nichts gebracht. Wow. Mega krasser Schaden. Auf geht's. Hat gerade gereicht, bis auf den letzten Schuss. Unser Satellit sitzt gut auf der Raketenspitze. Einer weniger. Boah, bis auf den letzten Schuss, ey. Ist das nicht krass? Gut, bin dran. Puhuhu. Und da werden wir natürlich 100 Pro auch nochmal angegriffen. Und jetzt sind wir echt nicht verkehrt gerade. Festhalten, das könnte ungemütlich werden. Hey, was wenn Paddock recht hat, was die Satelliten angeht? Scheiße, Schwarm auf der anderen Plattform! War so klar.
Oh, ich habe da noch was Präzises. Perfekt, komm schon. Ihr seid uns alle ausgeliefert. Wir sind der Hinterhalt. Wenn ihr eigentlich machen wolltet. Das ist das Gegenteil von höher. Ist mir schon klar. Verstanden. Okay. Und zack, schon haben wir die höhere Position. Der ist jetzt hier im Hinterhalt, ihr Säcke. Da werden die Köpfe nur links und rechts platzen. Scheiße, Sion! Macht nix. Auch noch eine Bastion. Mann, komm schon. Mann, die Headshots sitzen heute. Fuck! Dropshot ist gefährlich. Mann. Keine Munition mehr. Oh mein Gott, jetzt wird Zeit, ihn zu vernichten. Was? Das war daneben. Ich weiß, Mann. Das ist wie mit einem Boot parallel einparken. Naja, wenigstens ein bisschen Schaden, ist egal. Hey, du, der geht raus. Ich zieh vom Kran aus das Feuer auf mich. Oh Gott, ja, gib mir die Longshot. Habe ich nichts dagegen. Raus hier! Los geht's! Okay, der säubern wir die Plattform. Geht klar. Die sitzt nach und nach. Boom! Oh, Jack, hol mir die Dropshot. Was? Oh, wow! Ich schaff das. Ich schaff das. Das war von der... Oh mein Gott. Präzise Granate, sehr präzise. Scheiße! Mein Gott, ich wollte ihn sticken und abhauen und der gibt mir noch einen Schlag. Festhalten, das könnte ungemütlich werden. Also ich bin, wenn in Gears of War, immer an Punkte festgesetzt. Scheiße, Schwarm auf der anderen Plattform! Die total unfair sind. Wir haben hier unten keine Deckung! Was? Bring uns höher! Ran! Oh, Scheiße! Das ist das Gegenteil von höher! Ist mir schon klar! Mann, haben die dicke Haut! Okay. Das ist einfach in Bewegung! Ich gebe mein Bestes! Euch das mal an, ey. Gerade saßen die Headshots. Oh mein Gott. So 5-6 Schüsse machen dem gar nichts aus. Ja. Auch noch eine Bastion. Oh, fuck. Komm schon. Wir müssen runter von dem Ding. Da ist eine höhere Plattform links. Durchhalten. Bring uns dorthin jetzt. Das ist so klar. Einfach ballern, egal was, raus damit. Fast, das war daneben. Ich weiß, Mann, das ist wie mit einem Boot parallel einparken. Naja, wir machen Schaden so nach und nach. Yes! Gib mir die fucking Longshot! Guck mal, wie der das überlebt! Ich könnte brechen!
Kacke. Ich gemerkt, da können die relativ präzise schießen. Oh mein Gott. Ja, nee, ist klar. Auch nicht so präzise. Schockfalle. Stehen aber nicht beisammen. Tot, tot, tot. Tot. Oh Gott. Boah. Absoluter Notfallschuss. Mit dem Overkill ist nicht zu spaßen. Boah, dann kriegst du wieder, ey. Matsche. Und dann kann ich hier den goldenen Schuss verpassen. Fuck die Overkill. Ich finde die Waffe scheiße. Nichts gebracht. Oh, noch mehr. Wo sind die denn alle? Ich gehe runter. I don't give a fuck. Ich gehe runter. Gib mir Deckung. Gute Nacht. Ein Leckerbissen. Sieht aus, ja. Passt auf den Kran so an, dass wir den Satelliten verbinden können. Ah, zwei Schüsse mit der Dropshot. Fuck it. Bomb. Bomb. Und jetzt kommt sowieso irgendein starker Gegner, für die ich hätte eigentlich vielleicht aufbewahren sollen. Oh Gott. Was glaubst du, was wir hier machen? Das ist eigentlich eine doofe Idee gewesen. Blitz wäre besser. Das sind sogar zwei. Stimmt einfach. Eigentlich müsste ich bei lebendigen Leibe verschlingen, aber okay. Ich habe nicht mal eine vernünftige Granate am Start. Das könnte tricky werden. Cooldown auf allen Jax-Komponenten, das kann doch nicht sein. Kann ich den mal eben upgraden? Nein, ich habe nur drei. Der Hammerburst ist ein bisschen stärker. Aber nur ein bisschen. Lief ja wie geschmiert. Kein Kommentar. Wir brauchen noch einen Schalter. Wie den anderen. Komplett blutverschmiert. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Warum muss das russisch sein? Wirkt es dann gefährlicher oder was? Kopf runter. Hier kommt Satellit Nummer 2. Befestigt. Zurück auf den Kran. Ab in den Hangar damit. Na, endlich, ey. Ah,
ich will ja keine Träume zerstören, aber wir sitzen hier fest, bis die große runde Tür offen ist. Da oben ist eine Plattform. Wir müssen dorthin. Ganz meine Meinung. Alle an Bord! Okay, wir müssen darauf. Hey, was, wenn Paddock recht hat und der Start dieser Satelliten ein Fehler ist? Er hat recht, der Hammer ist gefährlich. Glaub mir, ich weiß das jetzt. Die Satelliten nicht zu starten ist gefährlich. Na, er wurde ja fast zerfetzt von so einem Satellit, also ja, er soll es wissen. Als die Welt, die Sie wollen. Wir bringen das Ding zurück zum Hangar. Um den Rest kümmern wir uns später. Öffnen Sie die Kammertür. Wird gemacht. Versuchen wir es mal. Leute, das Taxi fährt los. Und wir auch. Der Tür hat eine automatische Sequenz initiiert. Dann passen wir eben zu Fuß drauf auf. Gerade als ich den Dreh raus. Das ist unsere Begleitmission. Nur so zum Kotzen. Na los, die Treppe hoch. Wir dürfen die Spitze nicht verlieren. Da, bleiben wir dran. Vorsicht, unter uns. Aha, der Kick. Alter, nur mit diesem Präzisionsmist, ey. Tja, leider sind die Hammerbursts genauso effektiv wie die Lancer, finde ich, in dem Spiel. Kam genau richtig. Das ist für mich. Oh, fuck yeah. Waffe gewechselt, der Hedgehog sitzt. Geht hier allmählich die Munition aus, verdammt. Yes, of war, das Ballerspiel schlechthin. Ich habe keine Munition. Und ich treffe eigentlich mit jedem Schuss. Die Musik ist epic gerade. Ich muss aber weiter. Das Ding bewegt sich ja nonstop. Hammer, keine Munition. Ich glaube, es auch für den Arsch. Eine etwas stärkere Hammerburst. Ach, beide krabbeln, ja. Und boom. Wo wollen wir denn hin? Chris, einen Arschtritt. Das war's. Na los. Zurück zu den Satelliten. Boah, besser als nix, würde ich sagen, oder? Okay, wo geht's zu den Satelliten? Irgendwo. Geradeaus. Nehmen wir das Teil mit. Buzzkill. Säbeln wir ein paar Köpfe ab. Kann ja nicht lange dauern, bis Locust wieder auftauchen. Hier führt ein Weg lang. Das Ding wird sich fast öffnen. Stimmen wir nach vorne. Bert, wir eskortieren gerade die Satelliten zurück zum Hangar. Gut, wir entschlüsseln immer noch die alten Dateien, aber es geht voran. Geht zu eurem Skill. Wir werden die Rakete bald finden. Alles klar, wir sind unterwegs. Oh fuck, bin falsch abgebogen anscheinend. Okay, es öffnet sich, es fährt gleich weiter. Wir gehen hier durch. Jack, wir brauchen Licht. Ich hab gedacht, ich bin wieder falsch abgebogen. Ah, jetzt muss ich das Ding leider fallen lassen, oder? Nee, hier geht's nicht weiter. Komisch, dass wir hier keinen Strom haben, ey. Sobald wir wieder am
Hangar sind, schlagen wir uns nach draußen durch. Brauche Hilfe. Oh, die Baskel noch in der Hand. Okay, die Satelliten sind soweit sicher. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir auf die andere Seite. Mein Gott, was ein Gelatsche, ey. Erstmal hier runter. Shit. Leute, unter uns. War doch klar. Ach du Scheiße. Boah, die Waffe ist so geil. Okay, das wäre geschafft. In Bewegung bleiben, Delta. Müssen weiter die Raketenspitze verfolgen. Oh yeah. Keine Baskelmunition, das wäre epic gewesen. Wir haben vorerst Ruhe. Kate, nur damit du es weißt. Egal, ob wir den Hammer zum Laufen bringen, es war es wert. Ja, wenn wir den Hammer nicht zum Laufen kriegen, ist alles umsonst. Suchen wir einfach einen Weg zurück nach oben. Das hat sich nicht gut angehört. Mocha? Hey! Hi! Was zum Geier ist das? Das ist ein Träger! Und er ist nicht allein! Ich hab so wenig Munition. Los, weiter schießen! Hat nichts gebracht, ich gehe kaputt. Genau auf die Schwachstelle. Irgendwas sagt mir, die roten Teile da oben kann ich abballern. Kann ich. Zur Hölle. Ja, easy. Oh, der lebt noch. Was ist los mit dem? Ich habe keine Energieanzeige mehr. Der ist doch tot. Oh, Baby. Zerplatzen alle Träger so? Ja, so ziemlich. Der Ausgang ist über uns. Also hoch da. Nimm lieber die Brandgranate mit. Fuck yeah.